hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Power City und heute nehmen wir zu zweit auf. Ich begrüße ganz herzlich im Projekt den Barcrafter 2110. Hallo und danke. Ich bin ja jetzt beim zweiten Part, da der erste gecuttet worden ist. Wer ist der dritte? Ich komme einfach mal bei dir gucken. In meinem Part bin ich auch einmal bei dir rübergegangen, weil dein Haus kenne ich und das ist so ein Golden, weil ihr seid die, bei denen ich das Projekt auch gucke. Cool. Ja, ich begrüße dich mal. Ich war gerade im Untergrund. So. Hallöchen. Hallo. Oh. Bist du aus dem Gefängnis ausgebrochen? Ja. Krass. Okay. Ja, herzlich willkommen in meiner guten Schule. Ja, gerne. Hier, das ist eine Markierung für mich. Bis dahin will ich mein Haus bauen. Das ist also, hier eine... Ja? Das sieht eigentlich ganz schön aus. Passt das denn das Ding auch hier nochmal, oder wie? Ja, genau. Also das wird ein relativ großes Haus, wahrscheinlich komplett aus Marmor. Und das hier ist eigentlich nur die Terrasse. Und unten drunter habe ich halt einen kleinen Garten gemacht. Und das war halt am Anfang notwendig, weil wir hatten überhaupt nichts zu frattern. Und deswegen, Die Kühe kenne ich. Ja, stimmt. Du hast ja ein bisschen reingeguckt, ne? Ja. Ich zeig dir mal mein Haus, du kennst das ja wahrscheinlich noch nicht. Also genau. Einer ist ja rausgeflogen und dann habe ich mir halt den Platz geschnappt. Ich bin pink. Schöne Farbe. Und hier habe ich halt so ein Rubber Tree, hat aber glaube ich jeder am Anfang, ach, da ist Rubber gewachsen. Mhm. Und dann kommen wir auch, da oben wird ein Haus gebaut. Mhm. Hier unten ist halt meine Gruft und was ich sagen will, in der Aufnahme, irgendjemand hat meine Sachen aus dem Ofen genommen und mir ja dafür rohes Chicken für ein Stück gegeben, aber meine Sachen sortiert und ein bisschen Kupfer geklaut, was nicht so schön ist. So. Brauchst du denn noch irgendwas? Warte, ist mein Rubber da? Okay, mein Rubber wird auch geklaut. Dein Rubber? Das geht langsam zu weit. Irgendwer hat mir 5 Rubber geklaut. Kann man ja mal machen, man kann es ja mal ausleihen, aber da muss man entweder ein Schild da lassen. Genau. Jetzt denke ich mir halt so, wer war ist. Ja, das ist ein bisschen doof. Ja, da können wir vielleicht mal fragen im Teamspeak oder so, oder in Skype, wer das war. Und ist ja eigentlich kein Problem, aber muss man halt irgendwie Bescheid sagen. Wollen wir auf Reise gehen, denn ich will eigentlich auch was mit den Bienen machen. Okay, ja klar, können wir machen. Aber ich brauche ein bisschen Holz. Kennst du dich denn mit Bienen aus? Ja, also... Cool, dann kannst du mir nämlich auch sowas erzählen, weil ich habe nämlich so gut wie keine Ahnung und versuche mich gerade da so ein bisschen durchzufuchsen. Ich habe übrigens diese Bäume hier, die habe ich gepflanzt und die kann man eigentlich alle abholzen. Dann kannst du sie einfach wieder neu pflanzen. Weißt du? Cool. Weil sie dann einerseits schön aus, andererseits... Wir kriegen Ressourcen und es bleibt einerseits so, wie es ist. Genau. Ja. Cool. Ich wollte mir auch so eine Art Kecher machen. Ich denke mal, das ist ein Kecher. Mhm. Weißt du, wie der geht, oder? Ja. Ich habe ihn schon. Guck mal gerade, ob ich genügend zu essen dabei habe. Ja. Du darfst übrigens, wenn ich nicht auf dem Server bin. Dein Feld abfarmen. Ja, genau. Kannst du mal einfach mein Feld abfarmen und musst halt wieder neu pflanzen. Sollen wir in die Richtung? Sollen wir vorher nochmal kurz pennen? Wird's gerade Nacht? Ja. Bei mir ist es so hell, deswegen. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen kurz pennen und dann können wir auf eine Tour gehen. Oder bei Golden in der Richtung? Also bei mir in der Richtung ist halt dieses Land, sag ich mal. Mhm. Bei Golden in der Richtung, was ist da so alles? Eigentlich, da war noch niemand, oder? Da war ich schon mal so ein bisschen. Da ist ganz viel Eis. Ah ja, stimmt. Folge 5 oder 6. Genau. Okay, ab ins Bett. Oh Gott, ich bugge voll rum. Okay, jetzt geht's. Gute Nacht. Kenn ich. So, guten jetzt. Morgen. Dachte gerade schon cool. So, was brauche ich denn? Ich muss mal kurz gucken, was ich so brauche. Ich könnte mir dann auch mal gerade einen Kescher machen. Wobei, du hast noch keine Bienen, ne? Nein. Ich habe nämlich schon ein paar. Das heißt, du nimmst die Bienen, ich nehme irgendwie das alles andere. Soll ich dir das erklären mit den Bienen? Also, ja, mach mal. Komm mal mit in die Kiste mit den Bienen. Also, nehmen wir mal die Wintery. Die brauchen halt...
in der Nähe Eis und halt Pflanzen, also so ein Klima, dass es kalt für die ist. Mhm. Und Kälte, also jeder hat halt das eigene Klima. Es gibt auch welche am Sumpf, die brauchen halt als Pflanzen in der Nähe Seerosen. Und okay. Müssen halt Kakteen. Okay, das heißt, man muss die in der richtigen Klimazone auch züchten. Okay. Oder du kannst das Klima halt künstlich herstellen, beispielsweise Sand und Weißt du, okay. Wie ich meine? Ja. Ja, das ist man halt einfach so ein. Einfach mal ohne Rüstung los. Also, warst du schon in der Richtung? Ich war eigentlich jetzt, glaube ich, in drei Richtungen. In der war ich schon. Ich stehe mal kurz auf Window Distance auf Fahr, weil ich komme damit gar nicht klar. Ach, guck mal, da im Wasser schwimmt eine. Ich hoffe aber jetzt nicht, dass es der ist, der auch in Feuchtigkeit muss, oder ist das jetzt der Schnee? Sieht aus wie Schnee, glaube ich, ne? Ich töte mal ein paar Hühnchen. Frozen Comp, was kann man damit denn machen? Eine Apparit-Chest. Die mache ich vielleicht mal für dich, weil da kannst du halt, das ist eine extra Chest, wo du deine Bienen kannst du halt eingeben, wenn du die Biene suchst. Mhm. Kannst du die halt direkt finden. Oder du hast die Biene sogar direkt. Also das ist eine spezielle Kiste für nur Bienen. Okay, cool. Ach, da bist du. Okay, ich komm zu dir. Ich hab grad getötet. Okay. Was ich noch so ein bisschen suche, sind andere Baumsorten. Also ich habe jetzt Fichte und ich habe Eiche. Aber Birken, genau. Und dann gibt es ja noch eine Urwaldbäume gibt es noch. Beziehungsweise ja, Akazien. Gibt es die auch schon in der Minecraft-Version? Das ist 1.4.7, stimmt. Ja, ne? Ist ein bisschen schade eigentlich, aber... Ich bin halt Feed the Beast Unleashed gewohnt und da lernst du halt auch schon sehr viel. Sag ich jetzt einfach mal, ich hole mir noch eine Kuh, damit ich drei Leder habe, weil ich überlege gerade, soll ich mit Magie anfangen oder nicht? Ich weiß es nicht, ich bin relativ Noob, was das angeht. Bring ich dir alles bei irgendwann. Ich müsste das eigentlich sehr viel wissen, weil ich habe das Megaprojekt geguckt. Komm mal kurz, ich habe was hier für dich. Hier ist ein Tempel. Oh, geil. Komm mal kurz. Ja. Das geht irgendwie nicht. Cool, den habe ich noch gar nicht gesehen. Geil. Hier war auch noch niemand. Cool. Aua. Ja. Hast du was gefunden? Ja, hier sind Kisten. Nein, ich sterbe. Ich bin tot. What? Ich habe überlebt. Alter. Gesprengt worden. Scheiße. Komm mal bitte runter. Ja, ich komme. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, Alter. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal ein paar Sachen hier. Alter. Oh Mann, da waren Diamanten. Ich habe gesehen, wie die in die Luft gesprengt worden sind. Nein. Geil, Alter. Was hast du hier schon erlebt? Sehr cool. Oh, hier gibt es total viel Marmor. Ich brauche unendlich viel Marmor. Oh, da oben ist Kupfer. Hast du, Ich mag nicht mehr. Wurde mir geklaut. Hast oh du... mein Gott, Hilfe. Nein. Was ist da? Oh, Alter. Oh mein Gott. Ich muss da nur nebenstehen und kann... Oh mein Gott, du hast mich geschlagen. Hast du noch genügend Energie? Ja, geht drei Herzen und Essen bin ich voll. Okay. Da unten sind zwei Creeper. Ja, Mann. Also entweder töte ich die jetzt oder wir tun die eindingsen. Die kommen. Da unten ist ein Erz, das ich haben will. Oh mein Gott, ich hätte jetzt schon gedacht, er okay, einer ist tot. Der andere chillt da unten. Komm, den hol ich mir. Easy. Ich gehe einfach so YOLO drauf. Ich verstehe es schon, wenn ich gleich tot bin. Kein Problem, Spiel, kein Problem. Sehr geil. Noch ein bisschen Eisen. Ich habe ein bisschen Holz dabei. Nein, habe ich nicht. Egal. Brauchst du Holz? Nein. Ich habe 12 Stickies dabei. Falls wir länger in der Höhle bleiben, dass wir dann Holz holen. Ja. Haben. Blablub. Ich habe 12 Stickies am Start, also. Ich habe 12 Marble für dich. Sehr geil.
Bin ich auch gerade fett am Farmen. Ich hoffe, Leute, dass ihr etwas seht. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Benutze Fackeln. Ich benutze sie eigentlich auch nur wegen den Zuschauern, weil sonst kannst du echt irgendwie alles sehen. Ist einfach so. Ja, oder halt du, ich weiß nicht, du brauchst das gar nicht aufnehmen, kannst du gleich so quatschen zu. Weil die sehen ja sowieso nichts. Guckst du eigentlich Varo? Ja. Es wird gemogelt, ungespielt ist schon tot. Oh, okay. Gemogelt. Ich habe gestern die zweite Folge von ihm gesehen. Mhm. Da war er noch ziemlich lebendig. Munkel, ja, dritte Folge wäre tot, aber man kann das, oh mein Gott, Lapis, man kann das sagen, ja, der stirbt in der zweiten Folge, in der dritten, in der vierten, je nachdem, was dann die nächste Folge ist. Ja, das Dumme ist ja im Prinzip, dass wenn jemand schneller ist mit Video uploaden, dann weiß es schon vorher, das ist irgendwie auch doof. Das ist halt so, Sturmwaffel und Revi sind ja gestorben, weil der eine Gegner von denen eine Folge mehr hat. Die hatten halt schon Full Iron und er hatte so gut wie gar nichts und das finde ich schon ein bisschen ungerecht, den Tod. Ein bisschen bitter, ja. Boah, hier ist echt so viel Marmor am Start. Und Redstone auch. Schön viel Redstone. Den kann man immer gut brauchen. Wir können so einen fetten Tempel damit bauen hier. Sehr cool. Ja, das ist jetzt die zweite Folge, die ich mit einem anderen YouTuber aufnehme. Muss ich mir mal vorstellen. Die zweite von 10. Von ever. Von ever. Also jemals. Hier ist total viel Kupfer. Brauchst du Kupfer? Nee. Also kannst du mitnehmen. Ich habe vor, vielleicht sogar was Soziales zu machen. Und zwar will ich so ein gemeinnütziges Haus bauen, wo halt Strom dann für alle ist. Aber dazu brauche ich halt erstmal selber Strom, um Maschinen zu betreiben. Es gibt ja auch unser gemeinsames Projekt, dieses Wasserkraftwerk, glaube ich. Ja, aber das produziert, glaube ich, nur 0,1 Tick. Also 0,1 EU pro Tick. Und ein Tick sind vielleicht 2 Sekunden oder 3 und ja. Total wenig, oder wie? Viel. Ja, das ist wirklich. Normales Solarpanel macht, glaube ich, 0,8 Tick. Okay. Also cool. 0,8 EU pro 1 Tick. Wie sage ich die ganze Zeit 0,8 Tick? Ich habe Diamanten. Oh, geil. Nein, das sind keine. Oh Mann, das waren Saphire. Ja, ich meine, die sind auch nicht schlecht. Damit kannst du auch ein tolles Schwert machen. Oh, hier ist auch einer. Oder was ist das? Nee, das ist was, Nikolite? Nee, das ist grün. Ich glaube, es ist, ich kann es aber nicht abbauen, weil ich nur ein Stein-Ding habe. Oh mein Gott. Alles gut? Ja, alles locker. Also hier ist so ein grünes Ding, das kann ich nur nicht abbauen, weil ich nur eine Steinspitzhacke habe. Wenn du wieder hochkommst, kannst du es haben. Alter, ich höre Geräusche. Ich höre Ender. Wow! Stirb! Boah, wie gruselig das teilweise ist, weil du einfach... Oh, ich bin ja ein Depp. Hauptsache, ich gehe in die Schlucht, da kommt jetzt eine Spinne runter. Ich habe gerade meine Spitzhacke weggeworfen, ich Trottel. Oh no, ich habe kein Holz und keine Spitzhacke. Du bist halt so am Meinen und dann kommt was von hinten und dann drückst du einfach Q. Verdammt. Das passiert oft. Okay, ich glaube, ich werde mich jetzt mal kurz hochbauen müssen, weil ich habe nicht mal meine Spitzhacke. Habe ich überhaupt genügend Zeug? Nö. Großartig. Okay, ich nehme den Marmor, um mich hochzubauen. Wo gehe ich denn am besten lang? Hier. Komm mal zu dir hoch. So, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 27 Eisen, das ist doch schön. Das ist ganz nice, damit kannst du was anfangen. Wir brauchen einen, der Netherportal macht, weil wenn wir Glowstone haben, können wir auf Jetpacks umsteigen. Oh, okay. Ja, das ist gut, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs, ne? Aber ich überlege mir gerade wirklich, doch Magie zu nehmen, weil ich kann uns so einen Stab machen, damit können wir Cobblestone gegen Obsidian, also wenn wir an so einer Obsidian-Stelle sind, können wir halt Obsidian mit beispielsweise Cobblestone austauschen. Cool.
Okay, die Sonne geht unter. Würde ich sagen, bleiben wir erstmal im, im Tempel, oder? Ja, wo bist du? Ich bin mal kurz raus und habe Holz geholt. Okay, dann können wir locker die Nacht überleben. Weil ich muss, ich mache dann hier auch mal die Tür zu. Ja, wenn die runterfallen, ist ja kein Problem für uns eigentlich. Ja, sicher ist sicher. Wo bist du, Skelett? Ich habe gerade eben eins runtergestoßen. So, dann mache ich hier oben nämlich mal einen Crafting Table. Okay, bei mir ist eins. Wow. Oh, ohne Schaden zu bekommen. Locker. Und ich will den Knochen haben. Ach so. So, danke schön. Ich habe ja noch nicht mal genug Stein. Ich habe gar keinen Stein, wie komisch. Okay, den Scheiß brauche ich nicht. Weg. Weg. So. Dann graben wir uns mal wieder runter. Und dann. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe 12 Marble, die ich dir nachher mal geben kann. Mhm. So, ich baue jetzt meinen normalen Stein ab. Cobblestone, da kann ich mir mal ein paar Spitzhacken machen. Natürlich habe ich jetzt oben die Crafting Bank. Ah, das gibt's ja gar nicht. Egal, mach unten eine neue, denn ich werde mir gleich auch Spitzhacken machen. Kannst du mir ein paar Sticks machen? Ja, ich habe noch, glaube 8 Sticks oder so. Achso, nee, ich habe ja mehr Holz geholt. Das ist kein Problem. Ja, warte. Mach ich sofort. Oh, Alter. Hast du den Timer an Sicht? Nö, aber ich guck mal kurz, wie lange ich aufgenommen habe. Okay. 15 Minuten haben wir aufgenommen. Ja, ich sehe noch locker. Oh mein Gott, Enderman plus Skelett. Danke, Spiel. Das Spiel liebt mich manchmal wirklich sehr. So, Werkbank am Start. Dann Stickies. Warte, ich will nicht alles machen. So, okay, wir haben jetzt genügend Stickies. Ich baue hier mal eine Kiste hin, dann packe ich mal ein paar Sachen rein. Unter anderem Stickies. So, und weiter geht's. Ich würde aber sagen, wir brechen gleich auf und gehen weiter und dann würde ich sagen, nehmen wir direkt noch eine auf, denn dann haben wir was für 2 Tage. Das stimmt. Die Regel ist ja, man darf da maximal, also eine, die man hochlädt und dann 3 andere noch. Nur halt, damit man jetzt nicht so krass, so einen krassen Ressourcenunterschied hat. Ah, okay, ja gut, das macht ja auch, ich finde, es macht doch keinen Spaß, wenn du das machst, so 10 Folgen vorher aufnehmen und die anderen machen dann irgendwas und du kannst gar nicht drauf reagieren oder so. Das finde ich voll doof. Dann lieber ein bisschen so 2-3 Folgen machen und dann kannst du immer noch sagen, okay, ich reagiere mal drauf oder so, ich schenke dem was oder ich helfe aus, ich bin dabei. Spruce Sapling tue ich mal weg. So, was haben wir denn hier? Das können wir auch nicht abbauen. Ich hätte doch eine Eisenspitzhacke mitnehmen sollen. Ich schmeiß gleich mal meine Steinsachen weg und dann ersetze ich die durch Saphir und durch Green Saphir Sachen. Ja, das ist geil. So. Also, wie mache ich das? Ich werde jetzt auch gleich meine ganzen, weil ich jetzt schon weiß, dass... Ich habe die Marble in die Kiste gepackt. Ja, genau. Perfekt, danke. Weil ich weiß, dass wir daraus Bricks machen, kann ich gleich aus den ganzen Sachen auch Bricks machen. Da muss ich nicht so viel schleppen. Warte, ich pack das mal in die Kiste. Du hast eine Stein Dings eingesammelt, aber die brauchst du sehr wahrscheinlich nicht. So, das ist genauso viel. So, dann packen wir mal den ganzen Scheiß da auch rein. Hier haben wir noch ein paar Fichtensetzlinge, falls du die brauchst. Oh, sieht das Schwert schön aus. Ja, das ist geil, ne? Das ist wirklich cool. Brauchst du noch eine Schaufel? Nee. Ich habe voll viele Schaufeln am Start. Ich würde sagen, wir bauen uns dann hoch. Okay. Gerade hoch müsste gehen. Oh, warte, ich werde gerade angegriffen. Der schießt mich sonst runter, das wäre ein bisschen schlecht.
Okay, so. Ich baue dir hier so einen Weg. Sonst. Okay. Also so ein Stück baue ich dir einen Weg, aber nicht alles halt. Oh, warte. So. So. So, okay. Brauchst du einen Weg? Ja, so einen kleinen habe ich dir gebaut. Du musst dich ein bisschen hochstecken, aber sonst müsst ihr gehen. Es ist noch Nacht, aber da hinten ist für dich Birkenwood. Geil. Warte, ich bin oben. So. Okay. Ich würde sagen, ich nehme hier ein paar Kakteen mit. Mhm. Und wir teilen die nachher halt auf, nur damit wir halt jetzt nicht beide ein Inventar voller Kakteen haben, sondern nur einer. Ja. Das ist dann platzsparender. Dafür holst du dann halt ein paar Birken. Ich hole ein paar Birken. Setzlinge. Genau. Wolltest du ja mitnehmen. Ja. Lass uns einfach anstatt so ein, also wir machen nachher einen Cut im Video. Oh mein Gott, da hinten ist so ein Totenfall. Ich glaube, wir müssen uns ausloggen. Oh, hier ist ein Bienenkorb. Vielleicht willst du den mitnehmen. Wollen wir das Steinfeld gleich mit uns aufnehmen? Cool, ja klar. Okay, dann würde ich sagen, bei wie viel Uhr haben wir? Okay, wir haben noch ungefähr 3 Minuten. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Dann können wir uns gleich ausloggen und zusammen mit Steinfels dann weitermachen. Oh, habe ich aufgenommen. Nee, kein Problem. Kannst du sogar ein paar mitnehmen. Hier hast du ein Bird Sapling. Danke. Was brauche ich nicht? Gunpowder findet man genug, aber Schneebälle haben wir ja so ein großes Schneegebiet, glaube ich. Ja, wir sind im Prinzip umsingelt von Schneegebiet. Oh mein Gott. Ohne Minium-Scherde, die nehme ich mit, die nehme ich auf jeden Fall mit. Was die bringt, was du auch noch lernen, vielleicht kennst du ja schon die Minium-Scherbe. Ein Vulkan. Ist das gut? Ja, du kannst aus den Blöcken, also komm mal mit. Oh, es leckt gerade bei mir, liegt aber glaube ich. Könnte am Regen liegen, ne? Ausrufezeichen. Kannst du so eigentlich voll das schöne Haus bauen. Ah, die Creeper. Boah, Alter. Sorry. Wow. Ich werde immer von dir geschlagen. Ja, ich bin voll der PvP-Pro. So viel PvP schadet der Gesundheit. ja, dann würde ich sagen, hauen wir kurz den Cut rein, oder? Jo. Okay, so, und dann ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Bis gleich.